Kuriose Nachrichten über einen Smash-Cucumber-Gurkensalat im China-Style haben mich erreicht. Und ich habe mir gedacht, so Mensch, der Sache gehst du mal auf die Gurke. Und wie die Nummer jetzt funktioniert, das zeige ich dir. Tatsächlich gehen gerade viele Videos viral wegen einem chinesischen Gurkensalat. Da geht es aber eher um die Schneidetechnik. Ja? Das ist dann so eine Fächergurke oder eine Spiralgurke. Ja? Die Zeit habe ich nicht. Die Gurke schmeckt mir auch so ganz gut. Deswegen lassen wir das sein. Ja? Da heißt ja Smash-Gurkensalat. Ne? Also wird hier wenig geschnitten. Aber was ich mache, weil ihr wisst warum, ist tatsächlich, ja, ich bin ja nicht so der Freund vom Inneren, vom Kerngehäuse der Gurke, deswegen holen wir das raus. Und das mache ich eigentlich mal ganz gerne mit einem Löffel. Das geht nämlich ganz einfach. Ja, und wenn du mehr Verwendung hast für das Innere der Gurke, dann lass mich das doch mal gerne wissen. Ja? Schreib doch mal unten in die Kommentare, ob du dir gerne ein Gurkenwasser machst. Das würde mich interessieren. Ja? Also, schneller kann es nicht gehen. Ne? Warum hole ich das Innere eigentlich raus? Verwässern mir zu sehr. Ne? Kennst du auch, wenn du einen Gurkensalat über Nacht im Kühlschrank stehen lässt, ist am nächsten Tag so viel Wasser drin. Ja? Das ganze Dressing hat so ein bisschen die Power verloren, ne? Wegen dem Wasser gerade. Ne? Deswegen können wir, wenn wir uns das Kerngehäuse rausholen, schon mal ein bisschen Flüssigkeit wegnehmen. Hey Leute, bitte vergesst nicht, diesem Video ein Like zu geben. Ja? Es würde mir sehr helfen und meine Arbeit unterstützen. So, warum wird die Nummer eigentlich gesmashed? Ne? Ja, ganz einfach, dadurch. Ja, machst du halt dieses Fruchtfleisch der Gurke, ja, das machen wir dadurch mürbe, ja, da entstehen überall kleine Freiräume, ja, und das ganze Dressing, ja, die ganze Säure, der Salz, das kann sich darin schön festsetzen, ja, und dann haben wir einfach ein bisschen mehr Aroma da drin, ne, so die Theorie. Und ich würde sagen, wir kloppen mal los. Ich sage euch eins, ja, wenn ihr das zu Hause macht, baut am besten einen riesengroßen Käfig da drum, ne? Denn ich habe jetzt hier Gurke überall. Und nachdem wir die Kollegen jetzt hier richtig schön gesmashed haben, ja, schneidest du mir doch noch runter. Die kommt dann zurück hier in meine Schale. Und dann salzen wir die Nummer erstmal. Dann auch noch ein bisschen Zucker. Und hier noch ein bisschen Reisweinessig, ja. Und zuletzt noch einen kleinen Dish, ja, von der hellen Sojasauce. Und wer von euch mag, und ich liebe es ja, einen kleinen Tisch von einem gerösteten Sesamöl, ja, ah, dieses Aroma. Soweit die Basis, ja, und das rühren wir jetzt erstmal um. Dann habe ich hier noch eine Lauchzwiebel. Das ist die Basis für meinen Gurkensalat, ja, und dieser Gurkensalat geht immer mit einem Chiliöl daher, ja. Ich habe mal ein Chiliöl gemacht, ja, ich verlinke euch das mal da oben, könnt ihr euch mal reinziehen, ja. Das Chiliöl könnt ihr sehr, sehr gerne nehmen. Ich mache mein Chiliöl für diesen Salat noch ein bisschen reichhaltiger, ja. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Das Chiliöl kannst du auf zwei Arten zubereiten, ja. Wir können das Öl erhitzen, dann die Zutaten da reingeben und einmal mitziehen lassen tatsächlich, ja. Da müssen wir aber aufpassen, dass es sich verbrennt. Oder wir geben die ganzen rohen Zutaten in eine Schüssel und überbrühen letztendlich mit dem Öl quasi die ganzen Zutaten und haben dann ein Chiliöl, ja, quasi wie ein Tee, ja. Und so machen wir das jetzt. So, unser Öl ist richtig hoch erhitzt, ja. Wir haben schon einen hohen Rauchpunkt, ganz vorsichtig zur Seite stellen. Dann habe ich hier einen Topf, Chiliflocken, ja, ohne Kerne, weil mit Kernen wird es halt sehr, sehr scharf. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, ja. Wenn ihr Bock habt auf richtig Bums, holt Chiliflocken mit Kern. Ich habe jetzt ohne. In den Topf, zwei Piece Ingwer, ja. Also, zwei Stücke Ingwer, frische Chili. Knoblauch, ja, und nicht zu wenig. Röstzwiebeln, eine Zimtstange. 5-Spice-Pulver, ja, ganz, ganz wichtig für das Chiliöl. Und was ich sehr gerne mag in meinem Chiliöl sind Erdnüsse, ja. Und die kann ich hier noch mal ein bisschen anstoßen. Alles rein, ja, und jetzt ganz vorsichtig. So, hier ist unser sagenhaftes Chiliöl, ja. Ich sage euch, diese Aromen der 5-Spice, ja, das ist Wahnsinn, ja. Das müsst ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und das in Einmachglas zu Hause, ja, oder in Marmeladenglas, ja, das hält sich locker Wochen, ja. Und das könnt ihr nehmen für Nudelsnacks, Pastagerichte, gebratenen Reis, Fleischgerichte, Fisch, für alles, was ihr wollt, ja. Und das ist einfach geil, weil es ist so aromatisch, ja. Und wenn du keinen Bock hast, ja, da Erdnüsse rein zu tun, werf da Sesam rein. Und wenn du auf nichts davon Lust hast, lass es sein, ja. Also, du kannst es ein bisschen so nach deinen Wünschen natürlich auch noch affinieren und ich kann schwimmen da drin, wirklich schwimmen. So, unser Gurkensalat, ah, herrlich.
richtig schön durchgezogen. Jetzt gucken wir mal, ob an dieser Smash-Theorie was dran ist, ja. Auf jeden Fall sau lecker, ja. Ob der jetzt intensiver vom Geschmack ist, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Nummer ist richtig gut. Der mit dem Öl jetzt gleich oben drauf, ich schieß mich weg, ich sag's euch. Jetzt hier die Wahrheit, ja. Dann noch ein bisschen Sesam drüber geröstet. Und ob dieser Smashed Gurkensalat, ja, mit diesem Wahnsinns-Chiliöl, ja, wirklich mehr Aromen aufnimmt, wenn wir die Gurke vorher verprügeln, das solltest du selber herausfinden. Und zwar, indem du dieses Gericht nachkochst, ja. Und wenn du das gemacht hast, ja, dann schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob es dir gelungen ist und was du anders machen würdest, ja. Ich freue mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben. Außerdem unterstützt das meine Arbeit. Und dieser Kollege, ja, wird jetzt genüsslich verzehrt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Bis dann.